Schwarm wird Gattung bereit für Anpassung. Kreatur mit nützlichen Sequenzen entdeckt. Ermöglicht Schwarmwirt fliegende Schrecken. Muss einverleiben. Essenz erlangen. Schwarm verbessern. Ja, willkommen zu einer neuen Folge. Wir machen heute die Evolutionsmission. Hier drüben sehen wir wieder beide Gattungen. Einmal den Aasjäger und einmal den Tunnelgräber. Und wir legen los. Planet Koksax 3, Neubabylon. Essenz im Gebiet der Liga gefunden. Einheimische flugfähige Spezies enthält Sequenzen für Schwarmwirtstrang. Essenz aus Nest erlangen. Ermöglicht Schwarmwirt-Erschaffung von fliegenden Schrecken. Und die Liga hat die perfekten Ziele zur Verfügung gestellt, um sie auf die Probe zu stellen. Okay, ich würde sagen, wir legen los mit der fliegenden Variante. Was haben wir hier? Terranische Truppen versperren Weg. Eliminieren, um weiterzukommen. Ich muss ja sagen, ich spiele sehr, sehr selten den Schwarmwirt. Auch im Multiplayer sehe ich den so gut wie nie. Ich finde ihn auch persönlich unnötig. Man braucht ihn nicht unbedingt. Ich finde ihn zu langsam. Er hat zu viele Nachteile, meines Erachtens. Aber dennoch schauen wir mal, was wir hier kriegen. Okay, wir kommen ran. Erstmal hier die kleinen Fliegenden. Und dann hier drüben drauf. Verbessere Schwarmwirtsequenzen. So. Neue Gattung. Aasjäger. Erschafft flugfähige Schrecke. Leitet den Angriff ein. Grabt euch hier ein und legt das Nuklearsilo in Schutt und Asche. Ah, hier sieht man's. Ja, okay, eine fliegende Variante. Der Vorteil, man ist natürlich schneller bei den Gegnern. Man kann auch wirklich hier diese ganzen Hindernisse überwinden. Der Nachteil eben hierbei, sie können nicht mehr blocken. Und das macht ja im Grunde der Aasjäger. Der blockt mit seinen Einheiten, sodass die wertvollen Einheiten eben hinten überleben. Na, mal gucken. Okay, die beiden hier können weg. Dann setzen wir sie mal hier hin, obwohl, reicht ja noch. Das erste Silo ist zerstört. Bewegung, weiter zum zweiten Ziel. Terranische Bodeneinheiten. Konflikt. Aasjägergattung einsetzen. Luftüberlegenheit. Okay, den ziehen wir vor. Ah, der Hellion kommt und senkt mich an. Aber egal, wir sind besser. Okay, hier wieder rein und wir übernehmen gleich mal das nächste Silo. Na komm, den kriegen wir noch. Yes! Okay, noch eine Welle. Nuklearsilos zerstört. Schwarminvasion kann ungehindert fortfahren. Bereite auf nächsten Test vor. Planet Ignus. Brutmutter kürzlich getötet. Brut in Gefahr. Lokaler Organismus. Aschenwurm. Zerstört Schwarmbrut. Gräbt sich durch Erdkruste. Entkommt schnell. Schwer zu fassen. Essenz nützlich für Verbesserung von Schwarmwirt. Sequenzen aneignen. Okay, wir sollen den Wurm jagen. Der Aschenwurm leitet den Angriff ein.
Ja, ja, Kerrigan, wir sind ja schon dabei. Also rein hier und dann kommen wir hin. Na, der hält sogar relativ viel aus. Wurmorganismus hat sich in Erdkruste vergraben. An neuen Ort geflohen. Nachjagen, zur Strecke bringen. Aber natürlich. Also, hier drüben hin. Dann verwurzeln wir uns hier mal und wieder ran mit meiner kleinen Armee. Na komm, den kriegen wir. Essenz erhalten. Verwebe Eigenschaft in Schwarmwirtstrang. Gattung Tunnelgräber. Gräbt sich durch Planetenkruste. Taucht an beliebigem Ort wieder auf. Brutstätte wird angegriffen. Tiefes Graben von Schwarmwirten verwenden. Schwarmcluster verteidigen. Okay, damit kommen wir überall hin. Jetzt holen wir erstmal hier die Einheiten weg und dann schauen wir mal, was wir nehmen. Ich meine, die Fähigkeit ist gar nicht mal so übel. Andererseits, man hat eben nicht überall Kriecher und man braucht unbedingt Kriecher, dass man eben seine Fähigkeit einsetzen kann. Wow, 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 wow. Der eine hier wird zerschossen. Sekundärer Schwarmcluster wird angegriffen. Verteidigen. Okay, dann hier hin und wir buddeln uns wieder ein. Ah, können wir den wegziehen? Nein, können wir nicht. Na gut, den verlieren wir wahrscheinlich. Obwohl... Ah, komm schon, nee, der ist weg. Schwarmcluster erfolgreich verteidigt. Liga vernichtet. Muss Schwarmwirtsequenzen für Integration vorbereiten. Kehre in Evolutionsgrube zurück. Sequenzen bereit für Integration. Erwarte Entscheidung. Ja, wir dürfen mal wieder wählen und die Wahl, was nehmen wir? Also, der hier hat Fliegende. Fliegende haben den Nachteil, sie können eben nicht mehr blocken. Dafür kommen sie aber wirklich an jeden Gegner ran. Der hier kann sich eingraben und direkt zu irgendeinem Punkt gehen, wo wir eben wählen, aber wir brauchen da Kriecher und wir haben eben nicht überall Kriecher. Das heißt also, wir könnten nicht einfach in irgendeine Basis reinspringen und den Gegner dann eben damit belagern. Hm, was nehme ich nur? Ich würde fast sagen, wir nehmen die Fliegenden. Wir nehmen die Fliegenden. Die machen auch mehr Schaden, wie man sieht. Was können die hier noch? Ja, aber wie gesagt, man hat nicht überall den Krieg, also... Es ist gar nicht mal so sinnvoll, wie man denkt. Wir nehmen den hier. Neue Gattung. Labor der Liga auf Korhal entdeckt. Experimentieren an Ultralisken. Kann Forschung gegen sie verwenden. Und natürlich machen wir gleich die nächste Evolutionsmission, diesmal für die Ultralisken, und wir legen los. Xenoforschungslabor der Liga. Metis. Zerg im Inneren. Kann übernehmen. Kann nutzen. Minsk will uns definitiv von ihr fernhalten, aber wir können seine eigenen Versuchsobjekte gegen ihn verwenden. Ein Ultralisk, mit dem kann ich eine Menge anrichten. Ultralisk, hörst du mich? Reiß dich los, kämpf dich zur Tür durch, töte alles, was dir im Weg steht. Sicherheitsteam 4, was geht da drin vor? Moment mal, wenn der sich doch so leicht befreien kann. Wieso zur Hölle macht ihr das nicht alleine? Denn ich denke nicht, dass er gefoltert werden will mit Experimenten. Naja, okay, wir müssen hier drüben hin. Auch einer meiner Lieblingseinheiten.
So. Dort. Zerstöre den Generator und befreie die Ultralisken. Und jetzt sind es schon drei. Toxische Verbindung freigesetzt. Großes Potenzial. Integriere in Ultralisken-Sequenz. Gattung Toxilisk setzt giftige Explosion frei. Fügt Feinden im Zielbereich Schaden zu. Dafür habe ich mich nicht gemeldet. Oh Mann, das kann übel werden. Na, da bin ich ja mal gespannt. Wow, hauen die jetzt rein? Bringt die Situation wieder unter Kontrolle. Und zwar sofort. Meine Güte, gegen die hat man ja gar keine Chance. Okay, der nach hinten, die anderen beiden nach vorne. Der ist ein bisschen angeschlagen. Und direkt hier rein. Oder der Imperator macht euch einen Kopf kürzer. Tja, das machen wir schon. Das brennt! Oh Mann, das brennt! Okay, der eine muss weg. Was macht ihr da? Schießt endlich! Und wieder raus. Na, verlieren wir einen. Der hier weg. Oh. Alle drei noch am Leben, sehr gut. Versuchsobjekte befreit. Gehe zum sekundären Schlachtfeld über. Außenbereiche von Augustgrad. Militärkaserne. Versorgungszentrum. Anlage muss zerstört werden. Experimentelle Nuklearwaffen im Inneren. Diese Brücke wird von Ligatruppen bewacht. Rückt vor. Sichert den Zugang. Erstmal stampfen wir hier alles weg. Na, hier drüben noch hin. Und den hier. Okay, gehen wir ran. Feuert den Sprengkopf ab. Sofort. Sir, der ist noch in der Testphase. Wir haben keine Ahnung, was passieren wird. Feuern Sie den verdammten Sprengkopf ab. Sofort. Sagt bloß, wir bekommen nukleare Einheiten. Analysiere Schaden. Radioaktive Verbindung infiziert Ultralisk. Mach was draus. Integriere in verkümmerten Evolutionspfad. Mach was draus. Was für eine Ansage. Gattung Ultralisk, Toraske. Regeneriert totes Gewebe. Belebt Kreatur wieder. Okay, wenn die hier drauf gehen, dann bekommen wir Nicht sie wieder. Nachlassen. Wir greifen weiter an. Was sind das für hässliche Biester? Ich meine, die sehen cool aus, aber ich finde die anderen besser. Na komm. Vernichtet sie, ein für alle Mal. Also ich denke mal, wir nehmen die anderen. Der Tod entsteht Kokon, wird unmittelbar wiederbelebt. Steht wieder auf! Das darf doch nicht wahr sein! Noch ein Sprengkopf. Ich meine, das geht immer wieder. Cooldown eine Minute. Das heißt also, wenn sie tot sind, nach einer Minute können sie wieder zum Leben erweckt werden. Es ist schon cool irgendwie. Ich werde diese Stadt zu einer verstrahlten Ruine machen, wenn es sein muss. Noch ein Sprengkopf! Zusätzliche Ultralisken bereit. Übergabe jetzt. Was haben wir denn hier? Ein Hot Wheel. Mein Auto! Ich habe gerade erst die letzte Rate bezahlt. Oh Mann, was war das eben gerade für ein Easter Egg? Keine Ahnung. Schreibt mal was in die Kommentare dazu. Auf jeden Fall witzig. Okay, brettern wir rein. Und ein neuer.
Alles klar. Anlage zerstört. Waffenexperimente nicht länger möglich. Muss Ultralisken-Sequenz vorbereiten. Kehre in Evolutionsgrube zurück. Sequenzen bereit für Integration. Erwarte Entscheidung. Okay, wir bekommen erstmal wieder jede Menge Erfolg und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde beide sehr gut. Beide haben ihre Vorteile. Hier eben, damit würden wir Geld sparen. Hier drüben eine geniale Fähigkeit. Wir schauen mal rein. Okay, das hier geht gegen alle. Also gegen Gebäude und gegen jeden Gegner. Naja, der kann immer noch getötet werden, wie man sieht. Wir nehmen den hier. Ich finde den hier besser. Definitiv. Evolution abgeschlossen. Ich sag wie immer danke fürs Zusehen und tschüss!